Ja, hallo liebe Motorsportfreunde und herzlich willkommen zurück hier bei Mr. Easy Racer und einem weiteren kleinen Infovideo. Ja, zu, man sieht es eigentlich schon im Hintergrund, was ich benutzt habe als Gameplay und Formel 1 2014 nochmal sozusagen die letzte Ära erweisen, wo wir ja wirklich, ja, sehr, sehr lange, beziehungsweise eine komplette Saison verbracht haben. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dem Ferrari und da habe ich mir gedacht, um so ein bisschen jetzt, ja, einzuläuten F1 2015 auf der PS4, habe ich mir gedacht, ja, packst du nochmal F1 2014 auf der PS3 raus für diese Interview. Das sind 5 Runden Silverstone, wo ja jetzt auch am Wochenende das Formel 1 Rennen stattfindet mit dem Force India von Nico Hülkenberg, beziehungsweise eigentlich in Person von Nico Hülkenberg. Und ja, ich wollte eigentlich nur nochmal so ein paar Sachen abklären. Lenkradcam wird hier wieder auch am Start sein und zwar endlich mal das F1 Wheel Add-on. Da wird auf jeden Fall auch noch ein Video kommen. Ich glaube, ich sage es jetzt mittlerweile schon zum dritten Mal, wie man den Adapter so einfügt. Ist nicht ganz kompliziert. Und wir sind, glaube ich, hier vom 12. Platz aus gestartet, wenn es mich nicht täuscht. Und das soll es jetzt auch erstmal zum Gameplay gewesen sein. Und Cockpit-Sicht habe ich auch vor zu benutzen in F1 2015, weil es einfach passt. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an, oder was mich halt interessieren würde für F1 2015. Ich hatte es auch schon mal fürs 14er gefragt, aber hier jetzt noch einmal die Frage, ob ihr wirklich die kompletten Rennen sehen wollt, weil ich kann es nur so sagen, wie es aus meiner Sicht ist. Ich würde mir, glaube ich, eher weniger eine komplette Stunde Rennen anschauen, als lieber ein zusammengefasstes 15-Minuten-Rennen. Also, was ich damit sagen will, ist, so 40% Renndistanz dauert dann schon doch mal eine komplette Stunde und ich könnte eben die ganzen Highlights immer rausschneiden und die dann so in, sagen wir mal, 10 bis 15 Minuten verpacken. Also so würde ich es persönlich besser finden zum Anschauen. Wenn allerdings ihr jetzt sagt, nee, also wir wollen lieber komplette Stunde Rennaction, wir schauen uns das auch an, damit habe ich gar kein Problem mit, das können wir sehr gerne machen. Es ist halt einfach nur so ein Komfort, beziehungsweise Wohlfühlfaktor ist es eigentlich nicht, aber ist einfach die Sache, ob man motiviert ist, wirklich eine Stunde das Rennen anzuschauen oder eben, ob man es lieber kompakt die Highlights in 10 bis 15 Minuten haben will. Wäre mal meine Hauptfrage. Dann haben natürlich einige gefragt, yo, wie schaut's aus? Du machst zurzeit nur Project Cars. Lag daran, das Wetter ist einfach zurzeit saugut. Also heute ist es nicht gut. Samstag, das Video wird wahrscheinlich heute noch rauskommen, da haben wir bei uns hier so geschätzt 38 Grad. Deswegen habe ich auch den heutigen Tag eher drinnen verbracht, anstatt draußen, weil das ist mir dann auch schon wieder ein bisschen sehr heiß, auch wenn du ans Sehen gehst. Also das ist schon, sehr, sehr heiße Temperaturen und wir starten auf jeden Fall, das ist jetzt garantiert, ab dem Wochenende. Samstag wird jetzt zwar nur noch mal ein Video kommen, aber ich habe mir fest vorgenommen, morgen wird auf jeden Fall Forza Horizon 2 wiederkommen mit einem Porsche Expansion Pack. Da freue ich mich schon richtig drauf. Gibt auch nochmal 10 neue Fahrspaßlisten. Und da wird auf jeden Fall was kommen. Und dann kommt ja, ich weiß jetzt nicht, ich glaube es ist Freitag, der 10. Juli, oder? Genau so ist es. Kommt ja dann eben auch schon Formel 1 2015. Ja, ich muss mal gucken, wann ich den ersten Part raushaue, weil ich bin unter der Woche auf einer Fortbildung und die ist immer erst so gegen 4:30 aus. Da muss ich noch eine halbe, dreiviertel Stunde heimfahren. Und bis ich das dann aufgenommen habe, gerendert habe, hochgeladen habe, das dauert halt auch nochmal 2-3 Stunden. Also wenn, dann könnt ihr euch, ich denke mal, freitags, mittags wird auf jeden Fall ein Video kommen. Wieder so gegen 12, 1 Uhr oder so. Ob ich es donnerstags abends schaffe, weiß ich nicht. Weil ich ja schon davon ausgehe, dass ich es Donnerstag wieder kriegen werde. Wenn nicht, dann ihr könnt euch auf jeden Fall darauf gefasst machen, dass Freitag ein Video kommt. Das wollte ich noch zu dem Thema sagen. Auch natürlich nochmal die letzten Videos, Project Cars. Ich feiere das einfach, wie ihr meine Videos zurzeit feiert. Auch wenn es zurzeit nur Project Cars ist, die Daumen nach oben sprechen, eine eindeutige Sprache. Und freut mich einfach, dass das so gut ankommt. Vielleicht hat es auch mit der Wheelcam zu tun, denn ich glaube, die macht die ganze Sache doch nochmal ein bisschen ansehnlicher. Und was nur meine Sache sein wird, dass ich muss erst nochmal gucken, ob ich wirklich die Wheelcam im Formel 1 drin haben werde. Weil wenn ich da eine Stunde aufnehme, ich kann bis jetzt so
maximal 45 bis 50 Minuten, dann ist nämlich meine Speicherkarte voll. Ich habe nämlich nur 8 GB, die ist nämlich schon etwas älter. Die Kamera und eben auch die Speicherkarte. Deswegen, ich bin am überlegen, ob ich mir nochmal einfach eine Speicherkarte hole, die einfach mehr Volumen hat. Und ja, das werde ich danach schauen, vielleicht unter der Woche irgendwann. Aber ja, also das Wichtigste ist mir für dieses Video, dass er mir einfach mal in die Kommentare schreibt, wirklich das volle Stundenrennen oder eben in Highlights. Hier übrigens ein ganz schönes Überholmanöver gegen Daniel Ricciardo im Red Bull. Schön DRS benutzt und ja, dann gut vorbeigekommen. Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, das F1-Spiel, das ist saumäßig geil. Die Sache wird halt nur sein, ich habe ein bisschen Schiss mit dem lauten Klicken der Schaltwippen. Also man hört ja schon in den Project Cars Videos meine Schaltwippen, die vom T500 RS. Aber die Formel 1 Schaltwippen sind doch nochmal ja, eine ganz andere Hausnummer. Die sind dann doch schon sehr, sehr laut. Ich muss mal gucken, wie ich das dann am besten mache. Weil ich kann halt den Pegel von meinem Mikrofon so weit runterstellen, aber dann kann es sein, dass es, wenn ich irgendwas leiser rede, hier habe ich übrigens ja, einen großen Fehler begangen. Da bin ich schon anfangs dieser Kurvenkombination nicht gut gefahren und ja, das zieht sich dann halt durch. Nee, also ich könnte halt den Pegel komplett runterschrauben von meinem Mikro, allerdings ist dann die Gefahr relativ hoch, wenn ich irgendwas leise sage, dass es dann gar nicht aufgezeichnet wird und ja, das fände ich dann doch schon ein bisschen schade, aber wie gesagt, muss man mal schauen. Ich habe da jetzt bis jetzt noch keine Erfahrungswerte, weil ich ja dieses Video auch nachkommentiere, wie man schwer erkennen kann und ist ja kein Live-Commentary. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig auf F1 2015. Die Sache wird sein, Karriere, ich habe absolut noch keine Informationen, wie das genau ablaufen wird in der Karriere, ob du dich wieder von unten hocharbeiten musst, wie es in den vorherigen Formel 1 Teilen war oder eben wie im 14er, wo du einfach sagst, jo, such dir dein Formel 1 Team aus und ab die Post. Das wird auf jeden Fall die große Frage sein. Und auch wie die es mit dem Startpunkt haben, weil die F1-Saison 2014 ist nämlich auch noch dabei. Das ist auch noch eine interessante Sache. Ich werde aber, denke ich, wenn dann mit der Saison 2015 anfangen, weil die 14. Saison haben wir ja eigentlich schon gespielt und ja, relativ erfolgreich mit Ferrari Weltmeister geworden. Allerdings ja, das wird halt noch die Sache sein, rauszufinden. Da habe ich, wie gesagt, auch leider keine Informationen irgendwie im Internet gefunden, deswegen ja, wir werden uns da überraschen lassen am Donnerstag bzw. Freitag und ja, hat sich ja anscheinend sehr, sehr viel getan, auch drumherum. Die Atmosphäre soll besser sein mit Interviews und du kannst irgendwie mit deinem Renningenieur während des Rennens interagieren, was irgendwie ich mir auch noch nicht so ganz richtig vorstellen kann. Vielleicht geht es auch so über das Menü wie Fett und Mager einstellen, dass du sagst, so, keine Ahnung, ich brauche jetzt mal die Zeit von dem und dem oder von dem und dem oder auf welchem Reifen ist der und der unterwegs. Aber das kann ich mir dann ganz schön schwierig vorstellen. Vor allem, wie gesagt, ich fahre ja mit manueller Schaltung, ohne Traktionskontrolle, ohne ABS. Da musst du schon schauen mit den Turbomotoren, wenn da auf einmal das Drehmoment dann ansetzt. Da hast du schon ein bisschen was zu kurbeln am Lenkrad und vor allem am Gaspedal. Was ich auch anfangs hatte, dass ich bei den Pedalen, hatte ich anfangs gedacht, jo, ich brauche eigentlich keine Kupplung. Bei F1 lege ich mir doch die Bremse auf die Kupplung, aber das Problem ist, dass das Kupplungspedal einfach so weich ist, dass ich da absolut kein Gefühl im Bremspedal hatte. Also da konnte ich entweder nur so 0%, 50%, 100%. Und ja, das ist bei Formel 1 ja, etwas suboptimal. Ich bin halt so einer, der halt voll reinstachelt am Anfang der Kurve und dann halt langsam die Bremse löst. So wie es auch, glaube ich, bei der Formel 1 wirklich ist. Aber ja, das ging halt da nicht so wirklich gut, weil du einfach nicht den richtigen Widerstand hattest. Deswegen ja, habe ich einfach ja, wieder die Bremse auf die Bremse gelegt, sozusagen. Ja, das sollte es eigentlich jetzt im Großen und Ganzen gewesen sein. Ich hoffe, ich habe jetzt natürlich nichts vergessen. Ich würde auch sagen, wir sind eh in der letzten Runde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, nicht so trocken, einfach Content hingespuckt so ungefähr, sondern ja, mit dem Gameplay unterzeichnet und ich wollte ja auch das F1-Wheel-Add-on mal antesten, bevor F1 2015 dann kommt. Also, wir werden das dann hier auf dem vierten Platz beenden.
denke ich, ein ganz gutes Ergebnis. Von der Speed her konnte ich auch relativ gut mit der KI mithalten. Ein schönes Überholmanöver haben wir auch noch gesehen. Und ja, deswegen würde ich sagen, ich verabschiede mich. Ich sage ciao, servus. Kriegt keinen Hitzeschlag. Passt auf bei der Sonne bzw. bei der Hitze. Ich weiß nicht, wie warm es so bei euch irgendwo ist, aber ja, wie gesagt, liebe Leute, passt auf euch auf. Nächste Woche starten wir durch. Jawohl, 12 Punkte. Also, liebe Leute, ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag, wunderschönes Wochenende und dann bis dahin, ne? Also, liebe Leute, ciao, servus und bis dann.